ich bin Silke Lüdecke und ich bin der Head Coach im The Beach Team Finn und Erik. Hallo, ich bin Nils Rode, Teil des Trainerteams von The Beach Team Finn und Erik. Ich bin Frank Newe, ich bin der Physiotherapeut vom The Beach Team Finn und Erik. Mein Name ist Thomas Kunz. Ich kümmere mich um die mentale Fitness und das Management für das Beach Team Finn und Erik. Ich bin der Tief. Ich mache die Mediaarbeit für das The Beach Team Finn Erik. Das Athletiktraining im Winter lief für The Beach Team Finn und Erik optimal, sodass wir erwarten können, dass sie eine erfolgreiche Saison in diesem Jahr durchstarten können. Ja, unsere Ziele für die Saison sind klar. Wir wollen auf der deutschen Tour natürlich für viel Furore sorgen und versuchen ganz vorne mit dabei zu sein. Erik und Finn kenne ich schon sehr lange. Mit Finn habe ich als Nachwuchstrainer, als er klein war, schon zusammengearbeitet. Und Erik kenne ich auch seit 10 Jahren noch aus Hallenvolleyballzeiten aus Leipzig. Und zusammen sind wir jetzt im Dezember gekommen. Die haben halt uns gefragt, also uns Trainerteam, Nils, Sascha und mich, ob wir sie trainieren wollen. Und seitdem arbeiten wir fleißig zusammen. Es klappt ja sehr gut. Wir sind sehr gut in der Vorbereitung, im Stand. Für die kurze Zeit haben wir jetzt schon ein Auslandstrainingslager hinter uns und fiebern eigentlich jetzt endlich der Saison entgegen. Im Moment sind wir 5. Team in Deutschland und da ist natürlich unser klares Ziel, in der deutschen Rangliste aufs Treppchen zu kommen, auch bei den deutschen Meisterschaften und international uns auch eine gute Startpositionen zu sichern, um da eben auch erfolgreich dann anzugreifen. Ja, und wir freuen uns eigentlich riesig auf die Saison und dass es endlich losgeht. Ich bin gerade mit den Jungs hier in der Vorbereitung für die Saison 2014 und war mit den Jungs schon im Trainingslager. Wir waren auf Teneriffa vor kurzem und ich bin sehr gespannt auf die kommende Saison. Ja, ich als Kieler bin natürlich froh, dass ich hier unser Team aus dem Norden unterstützen kann und mit den beiden hier arbeite. Wie ihr seht, hier am Schickseer Strand. Ja, unsere Ziele für die Saison sind klar. Wir wollen auf der deutschen Tour natürlich für viel Furore sorgen und versuchen ganz vorne mit dabei zu sein. Und dazu natürlich auch versuchen, international erfolgreich zu spielen. Ich kenne Finn und Erik schon sehr lange, bin sehr oft mit als Spieler mit Erik zusammen im Training gewesen und auch im Trainingslager oft. Wir kennen uns schon ziemlich lange und mit Finn verbindet mich auch einiges. Er kommt ja auch aus dem Norden hier, ich habe mit ihm in der Hallenmannschaft zusammen gespielt, wir sind schon lange gut befreundet und deswegen bilden wir eigentlich ein sehr gutes Team. Ich bin mir sicher, dass die Kombination aus Erik als sehr erfahrenem Spieler und Finn als jungen Spieler, der jetzt gerade sehr viel Potenzial hat und sich gerade stark verbessert, sehr gut funktionieren wird. Gerade Erik, der ja schon Olympische Spiele hinter sich hat, kann Finn natürlich auch noch einiges mit auf den Weg geben und ich hoffe, dass diese Kombination dieses Jahr auf jeden Fall Erfolg haben wird. Meine Hauptaufgabe ist es, im Athletikbereich mit den beiden zu arbeiten. Gerade Erik ist schon da sehr erfahren, aber wir wollen dann eben wirklich auch das Letzte rauskitzeln, was an Leistungsfähigkeiten noch notwendig ist, um in dem Weltcup-Zirkus zu bestehen. Gleichzeitig geht es darum, möglichst wenig körperliche Schäden mitzunehmen und die körperliche Leistungsfähigkeit hochzuhalten. In der Vorbereitungszeit haben wir sehr viel uns im Athletikbereich gekümmert und versucht wirklich da nochmal neue Impulse zu setzen. Jetzt dann während der Saison geht es vor allen Dingen darum, die körperliche Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten und letztendlich dann die Ermüdung zu vermeiden,
die einfach dadurch kommt, dass sie dann jedes Wochenende ihre Einsätze haben und vor allen Dingen den Reisestress haben. Und da sollte natürlich die körperliche Leistungsfähigkeit nicht drunter leiden. Das Athletiktraining im Winter lief für The Beach Team Finn und Erik optimal, sodass wir erwarten können, dass sie eine erfolgreiche Saison in diesem Jahr bewältigen können. Zumindest ist ihre körperliche Situation ist perfekt. Unter mentaler Fitness können Sie sich vorstellen, dass ich darauf achte, dass die beiden nicht nur daran denken, was ihnen im Kopf umhergeht, sondern vielmehr, wie sie darauf kommen, dass ihnen das Ganze im Kopf umhergeht. Wenn also beispielsweise ein Ärger stattfindet, dann stellen sie zwar fest, dass sie sich ärgern, und ich achte eher darauf, wie kommen sie dazu, dass sie sich so darüber ärgern, weil dann können wir eingreifen und die nächsten Male so gestalten, dass sie damit besser und schneller umgehen können und wieder in ihre Ruhe und ihre Mitte finden können. So, und als Manager kümmere ich mich darum, dass wir Sponsoren finden, die Sponsorenkontakte weiter ausbauen und pflegen und dass die Finanzen stimmen. Dazu ist es auch eben wichtig zu gucken, was wir uns dieses Jahr vorgenommen haben. Im Moment als fünftes deutsches Team haben wir schon vor, unter die ersten vier zu kommen, mindestens die Europameisterschaft zu spielen dieses Jahr und auf der deutschen Meisterschaft ein gewaltiges Wörtchen mitzureden. Das sind die sportlichen Ziele dieses Jahr. So, mit Erik arbeite ich inzwischen schon über 7 Jahre. Das erste Turnier war in Berlin. Da haben wir gleich den zweiten Platz gemacht. Das war damals dieses ominöse Turnier, wo Erik aufgrund der 50 Grad leicht körperliche Schwächen hatte und im dritten Satz dann beim Stand von 12-9 das Spiel leider abgebrochen werden musste. Finn kennt jetzt 1,5 Jahre, habe ihn begleitet von Berlin aus. Und die beiden sind jetzt ja seit Mitte letzten Jahres als Team zusammen und haben wahnsinnige Fortschritte gemacht, sodass wir uns dieses Jahr wirklich erhoffen können, ein neues deutsches Team zu sehen, was auch mittel- und langfristig noch von sich reden machen wird. Vielen Dank. Wir freuen uns, dass Sie uns wahrnehmen. Ciao. Viele von euch kennen mich ja auch von Mila Volleyball. Ich mache die Mediaarbeit für das The Beach Team Finn Erik in diesem Jahr, also in dieser Saison. Ich versuche für die Jungs natürlich die ganzen Videos und Bilder zu produzieren. Sind gerade in Kiel, haben gerade die Videoaufnahmen für die ganzen Image-Clips gemacht. Und war ein stressiger Tag gestern, haben bei gefühlten minus 5 Grad die Videoaufnahmen beendet. Auch die Bilder haben wir fertig geschossen und so dass bald die eigene Homepage von den beiden online gehen kann, sowie Facebook-Seite. Ich werde auch für die Jungs eine eigene YouTube-Seite einrichten. Darauf könnt ihr dann die ganzen Videos verfolgen, auch im Ausland, was die Jungs so machen, dass ihr einfach mal seht, okay, was machen die auch mal außerhalb vom Spielfeld, Sightseeing-Tour oder was auch immer. Die Jungs habe ich jetzt auch im Mila Beach Team jetzt eingespannt. Bin sehr glücklich darüber, dass ich so ein Top-Team jetzt drin habe. Ich denke mal, das Duo wird sicherlich sehr erfolgreich werden. Auf der deutschen Tour auf jeden Fall. CEV sicherlich. Grand Slam Open werden sie auch ganz weit oben mitspielen. Ja, Finn und Erik kenne ich von der Smart Beach Tour. Den Erik auch von Grand Slam Berlin, den habe ich damals interviewt. Finn habe ich schon in der Türkei getroffen beim CFA-Turnier mit Lars zusammen. Und ja, Finn hat mich irgendwann angerufen und hat gemeint, hier hast du mal Lust, ein cooles Logo zu machen. Daraufhin habe ich gemeint, hey, lass uns zusammen eine Kooperation starten. Jetzt ziehen wir das Projekt zusammen durch. Ich werde die Jungs so viel wie möglich begleiten. Auf der deutschen Tour natürlich, dann eventuell auch die ausländische Tour. Man muss halt schauen, was halt als Zeitrahmen jetzt reinpasst. Ich werde von den Jungs ganz viele Interviews führen, auch ein paar Clips, was sie sogar so machen, um einfach mal euch näher an das Team ranzubringen. Und ich werde sehr gespannt sein. Und wird eine tolle, lustige Saison, auch hoffentlich sehr erfolgreiche. Und ja, alles Weitere werdet ihr dann auf der Homepage von thebeachteam.de sehen, sowie Facebook-Seite auch thebeachteam.de, logischerweise, und ja, eigenen YouTube-Channel. Also, wir sehen uns, bis dann, ciao! Hallo, ich bin Finn Dittelbach, Abwehrspieler vom The Beach Team, Finn und Erik.
Seit letztem Jahr bilden wir gemeinsam ein Team. Wir haben im letzten Jahr schon das Turnier, den Smart Beach Cup in St. Peter gewinnen können, haben auch schon einige Turniere international spielen können, auf der World Tour und auf der CV Tour. Neben dem Training hier in Kiel haben wir uns dieses Jahr vorbereitet auf Teneriffa. Da waren wir gemeinsam mit einigen Schweizer Teams. In den nächsten Wochen fahren wir noch mit Dollinger Flügen nochmal auf nach Teneriffa und bereiten uns da nochmal intensiv drauf vor, bevor wir dann ins abschließende Trainingslager in die Türkei fliegen und uns dann mit dem türkischen Nationalteam vorbereiten und dann möglichst topfit in die Saison starten. Ich kenne Erik schon sehr, sehr lange. Früher, als ich angefangen habe mit Volleyball, habe ich das hier in Kiel gemacht und damals war Erik Nationalteam mit seinem damaligen Partner David Klemperer. Und als Erik sich dieses Jahr von seinem Partner getrennt hat, hat er mich angerufen und gefragt, ob ich mit ihm das Turnier in Rom spielen kann, den Grand Slam. Und nachdem wir uns da näher kennenlernen konnten, haben wir uns dann beschlossen, die Saison und weitere Saisons zukünftig zu spielen. Nach so einer intensiven Vorbereitung erhoffe ich mir, mit Erik eine super erfolgreiche Saison zu spielen. Wir wollen setzen uns immer ein Ziel, wenn wir auf der deutschen Tour sind, so ein Turnier zu gewinnen. Gerade auf den deutschen Meisterschaften wollen wir ganz oben aufs Podium. Und zusätzlich sind dieses Jahr auch noch die Europameisterschaften, bei denen wir angreifen wollen und uns dann möglichst gut positionieren. The Beach Team Erik und Finn wird dieses Jahr unterstützt von unserem Freund T und Mila Volleyball. Wir sind dieses Jahr eins der Mila Beach Volleyball Teams. Verfolgen könnt ihr uns auf unserer Facebook-Seite, The Beach Team Erik und Finn, und unserer Homepage. Außerdem haben wir einen YouTube-Channel eingerichtet für euch, damit ihr immer in der Saison live unsere Spiele verfolgen könnt und alle aktuellen Infos über uns kriegt. Also, wir sehen uns in der Saison. Hallo, ich bin Erik Koreng von The Beach Team Finn und Erik. Ich bin der Blockspieler im Team. Viele kennen mich vielleicht schon, ich bin schon lange auf der Tour als Spieler dabei. Habe lange mit David Klemperer ein Team gebildet, waren auch sehr erfolgreich, waren bei den Olympischen Spielen in Peking dabei. Wir sind gerade mitten in der Vorbereitung. Wir waren jetzt gerade diese Woche aktuell in Dänemark, waren davor auch schon auf Teneriffa, weil natürlich hier der Winter in Deutschland zu kalt und zu schlechtes Wetter ist, als dass man draußen hätte trainieren können. Das haben wir genutzt in Dänemark, wir waren schon das erste Mal draußen und sind aktuell gut vorbereitet, haben ja mit unseren Trainern auch da ein kompetentes Team zusammengestellt und werden dann auch diesen Monat noch einmal nach Teneriffa fliegen. Und dann geht die Saison auch schon bald los mit dem ersten Turnier in China. Und dann geht es Woche für Woche weltweit, sind wir dann unterwegs. Und es ist ein toughes Programm mit dem Ende dann deutsche Meisterschaften, letzte Augustwochenende. Ja, also Finn habe ich kennengelernt, natürlich wie so viele andere Spieler auch auf der deutschen Tour. Finn ist ja noch ein junger Spieler. Habe ihn auf der deutschen Tour gesehen und dann kommt man natürlich ins Gespräch. Und letztes Jahr war ein bisschen ein verrücktes Jahr, gab es viele Wechseleien unter vielen Teams und da gab es viele Veränderungen. Ja, und dann haben wir einfach telefoniert und da war die Situation, dass wir beide keine Partner hatten und haben uns zusammengetan als Interims-Duo. Und das hat schon sehr gut funktioniert und hat so gut funktioniert, dass wir uns dann zusammen als Ziel ausgesetzt haben, das Ganze doch mal wirklich professionell anzugehen. Haben uns dann hier in Kiel ein schönes Umfeld zusammengesetzt und gehen das Ganze jetzt als The Beach Team an. Wir arbeiten dieses Jahr mit T von Mila Volleyball zusammen, werden da als eines der vielen Mila Beachvolleyball Teams auftreten. Falls ihr uns verfolgen möchtet auf unserem Wege die Saison, könnt ihr das gerne tun. Wir werden für euch einen YouTube-Channel einrichten, unter anderem, und auf Facebook, und werden auch eine eigene Homepage aufstellen und versuchen da viel Material zu sammeln. Und ich hoffe, das wird eine gute Saison und ihr würdet uns die Daumen drücken, und bis dann.